Hallo liebe Leute, willkommen zurück. Es ist getan. 40 Tage. 40 Tage haben wir gefastet. Nee, wir haben 40 Tage gekämpft. Natürlich, wir haben nicht gefastet. Wie ihr seht, sind wir ganz schön fett geworden am Ende. gucken wir mal kurz in die Diplomatiekarte, so zum Abschluss. Achso, ich sollte vielleicht mal noch für euch extra den Sound einspielen. Ja. Habe ich mich verklickt? Ich muss hier reinklicken. So, jetzt war ich ein bisschen übereifrig, sorry. Also am Ende haben wir 173 Provinzen eingenommen, 191 Einheiten vernichtet, also was keine Infanterie war. 55 Kavallerie haben wir vernichtet, okay, cool. 665 fertiggestellte Gebäude, 274 Einheiten produziert, davon die meisten Artis, ja, 116. Keine Überraschung, diese Karte war ja weniger wasserlastig oder sowas, ne? Habe ich sehr stark auf Artis gesetzt. Viele auch verloren dann am kurz den letzten Tage und Wochen. Also Knacksweg, Erstkicker und Rensibir sind hier die Nummer 1 gewesen bei den Howden Knacksweg-Koalition. Weil diesmal nicht alles von Pennsylvania, Südkalifornien, Georgia war Platz 2. Und Platz 3 waren die Überlebenden, Colorado und Washington und Virginia. Jawohl. Auf Platz 4 noch zu erwähnen, hier der inaktive New York Spieler. Gab noch East Ontario, hat noch Punkte gehabt, North Pennsylvania. Hingar, Neufundland, Nova Scotia, Chihuahua, Caribbean Island, New Brunswick, Oklahoma, Alaska. Die haben alle keine Punkte mehr, sorry. Ich kann trotzdem noch mal kurz durchblättern, um zu schauen, wer alles dabei war. Unser Freund Oscar Sketcher war zum Beispiel hier dabei, ne? Ja, ich zeige noch mal einfach alle Spieler, die hier und alle KIs, die hier noch so mitgemischt haben. Willy aus Nebraska, ist ja lustig. So, das war's. Genau, da kommen wir noch mal kurz zu der Diplomatie. Wir hatten am Ende 163 Provinzen. Oregon hat 253 gehabt. Unser Freund Nancy B. aus Kalifornien 111, Südkalifornien mit 43, Pennsylvania 33, New York 28, Colorado 24 und Washington 14, alles andere eben 10, die zeige ich euch jetzt. Ja, es war eine super coole Runde, muss ich sagen. Gerade am Anfang war es mega spannend, was losgegangen ist, wo man nicht wusste, wer mit wem wie koaliert und so weiter. Im Laufe der Runde haben sich dann immer mehr Spieler verabschiedet. Es war aber bis zu den letzten zwei Wochen oder so, ehrlich gesagt, immer noch nicht ganz klar, wer wie koaliert. Ich meine, wir drei waren von Anfang an verbündet. Wir haben die Karte auch so begonnen. Deswegen hatten wir einen Vorteil. Allerdings hatten wir keinen anderen Vorteil. Die Spieler hätten sich ja auch hier all die Wochen, bevor die Karte gestartet ist, wo die Karte eröffnet worden ist, hätten sich auch schon anschreiben können und sich Pläne machen können und koalieren können. Also von daher will ich jetzt nicht sagen, dass es ein unfairer Vorteil war. Wir haben uns schon gekannt, beziehungsweise ich habe Knacksweg natürlich gekannt, Orenzipia, und habe die beiden zusammengebracht und wir hatten eine wirklich sehr erfolgreiche und coole Runde. War lange nicht abzusehen, ob wir gewinnen werden. Vielleicht für manche schon, also ehrlich gesagt für mich nicht. Das hätte auch ordentlich schief gehen können, gerade hier mit dem Angriff von Skipbacks hier am Ende. Hätte er ja hier mit Südkalifornien ordentlich durchmarschieren können, das wäre fatal gewesen. Unser EBG ist hier noch am Ende hier immer noch gestandet gewesen. Adios, hat mich gefreut, du 58. EBG-Brigade. ja, ein bisschen Wehmut, ne? Aber die Karte hat auf jeden Fall mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe mal, dass es auch den anderen Spaß gemacht hat, die hier noch dabei waren. Da haben wir die KI noch ordentlich aufgeräumt. Ich habe mir die Hauptstadt der KI geholt und das hat im Endeffekt noch die ganzen nötigen Punkte gebracht, die wir gebraucht haben. Ich war ja noch ein bisschen unterwegs zu irgendwelchen Provinzen, aber war eigentlich schon recht wurscht. Da war noch eine Bomber scheinbar unterwegs, weiß gar nicht mehr wohin. Und die KI hat tatsächlich sogar noch einen Bomber hier am Ende übrig gehabt. Ja, was hat denn New York überhaupt noch gehabt? 77 Einheiten, okay. Wir hatten am Ende tatsächlich 1,4 Millionen am Ende knapp. 163 Provinzen, haben wir schon gesagt, 84% Durchschnittsmoral. Die KIs haben uns nur noch zu 14% gemocht.
Und hier in der Einheiten Kill Death Rate hatten wir am Ende immerhin 2,48 erreicht. Mit über 2,8 Millionen Kills und 1,1 Millionen Verluste. Und ja, war ja zwischendurch war ich wirklich ganz gut dabei mit dem Kill Death Rate, aber natürlich durch die vielen Nahkampfangriffe und so weiter zum Ende hin ist es natürlich ein bisschen schlechter geworden. Ist ganz klar. Die war hier groß am Invasion starten hier New York hier anzulanden und da anzulanden und so weiter. So ist diese Provinz hier eigentlich. Ach, da die Kaine-Provinz. Das ist revoltiert, vermute ich. Weiß ich nicht mehr, sehe ich nicht mehr. War aber kurz davor, die schon wieder zurückzuholen, wie ihr seht. Ja, ich würde mal sagen, wir können ja mal noch mal kurz ein bisschen rumgucken. Was hat denn der Kollege Knacksverkehr hier an Truppen gehabt? 1,7 2,3 Millionen Einheiten. Kill Death Rate von 2,39. Super. Der Kollege Renzi-Bär hat 2,7 sogar gehabt. Noch besser, 1 Million 20.000 Einheiten. Und hat der Kollege aus Südkalifornien gehabt. Auch noch fast 1 Million Truppen. Auch eine ganz gute Kill Death Rate am Ende noch. Und Pennsylvania, der hat sich ja wirklich stark gewehrt, muss man sagen. Leider hat er am Ende eine negative Kill-Death-Rate gehabt. Dafür, dass er von uns so viel weggerotzt hat, ist es eigentlich schon schade. 1,1 Millionen Einheiten hat er noch gehabt. Wo waren denn seine Einheiten am Ende? Hier hatte Oklahoma noch seinen 31 ATs noch gehabt und die übrigen People, die er so hatte. Hier hat er nur noch drei gehabt. Was, Oklahoma hat er noch. Provinz hier, ne? War das? Nein, hier. Und zwar hier in Horqueta in Mexiko. Hat da auch nur 3000 People da gehabt. Chihuahua ist hier nochmal irgendwo vom Wasser aus gelandet, scheinbar mit 14 People. Und hier hat der Skipback seinen Mainstack mit 54 ATs noch. Auch noch eine ordentliche Armee, die auch noch an die Stecken verbreitet hätte können, wenn er hier so nach Norden gezogen wäre. Der sicher einiges am Boden wieder gut machen können. Ja, also alles in allem war es wirklich eine wirklich fantastische Runde. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch nicht unterfordert gefühlt, in keinster Weise. Gerade die ersten Wochen waren wirklich sehr spannend. Ja, jetzt die letzte Woche natürlich nicht mehr so sehr, nachdem Skipex gemeint hat, er würde aufhören. Hat ein bisschen nachgelassen natürlich, aber ja, ansonsten, wir können ja mal kurz in die Zeitung schauen und vielleicht mal direkt am Anfang anfangen hier und schauen, wie sich das entwickelt hat. Mal kurz Revue passieren lassen, da zum Schluss. Und zwar haben wir hier Tag 1, da haben wir erstmal geschaut, wo wir überhaupt angreifen können. Ne? Dann haben wir. Ist schon, nee, das war der Gegner im Norden. Das schon Provinz geholt, scheinbar. Aber hier östlich von uns, aber der ist ja dann inaktiv geworden. Ne? Irgendwann und ja, das hat sich so langsam entwickelt. Die Kollegen hier im Süden haben sich auch immer mehr ausgebreitet. Der Kollege Skipex hier aus Südkalifornien, der war sehr erfolgreich unterwegs und zuerst war nicht ganz klar, wo wollten unbedingt die Grenze zueinander finden. Knacksberg und ich, ja, deswegen war hier der Angriff dann hier auf diese Spieler, damit ich hier von Osten dahin in die Richtung komme und von Knacksweg, er wollte, Entschuldigung, von Osten nach Westen, genau, und Knacksweg wollte von Westen nach Osten, sodass wir hier so die Grenzen miteinander aufschließen können. Ne? Und hier war es eigentlich recht erfolgreich unterwegs, aber es war alles nicht ganz klar mit Saskatchewan hier, der hat hier viel rumgelungert und viel gemacht. Und da sind die Nationen dann auch immer größer geworden. Hier haben wir schon Tag 6. Alaska war hier sehr stark noch unterwegs. Genauso wie Washington. Und war Tag 8, da sehen wir, dass wir auch immer größer geworden sind. Dann hatten wir hier schon mal diese komische Linie nach Süden, weil uns da einer angegriffen hat. Und dann hatten wir aber auch immerhin schon mal Grenze zu Knacks weg. War aber alles immer noch recht riskant und es war noch so in der Schwebe. Wurden zwar immer ein bisschen größer, aber es war alles nicht abzusehen. Es ist so weiterentwickelt. Teilweise haben wir auch immer einen Kopf zerbrochen, in welche Richtung wir uns weiter expandieren sollen. Wen wir angreifen können, wen nicht, wer mit wem koaliert. Das war wirklich. Ja, sehr spannend. Ja, hier seht ihr, hier ist Alaska, Saskatchewan sind hier zusammengewachsen. Die kann man kaum unterscheiden hier auf der Karte. Aber dann gab es irgendwann mal hier scheinbar den Angriff. Washington, ne, wer war das hier? Haben das hier?
Das hier alles. Achso, das war. War das nicht Washington, der da alles erobert hat oder sowas? Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, wir sind dann hier weiter vorgerückt, haben dann auch ein bisschen was von Alaska erobert, genau. Und dann hatten wir auch einen Krieg gegen Washington hier im Norden. Dann war es hier immer größer, dann wurde mit Washington Frieden geschlossen. Wir haben dann auch uns dran gehalten, dann ging bis zum Schluss. Eigentlich wollten wir eben noch sogar hier noch mehr Gebiete abnehmen, haben ihm dann tatsächlich Alaska gelassen. War schon Tag 30 hier, da hat sich das schon alles entwickelt, wer mit wem, und waren nicht mehr so viele Spiele übrig. Ich habe hier auch im Süden neben dieser ganzen krassen Kriege dann, vor allem gegen Skipbacks und Kollegen von ihm. Und es war alles nicht abzusehen, wie es weiterläuft. Hier war es noch recht spannend zu dem Zeitpunkt, Tag 33. Aber schlussendlich, also er ist ja krank geworden, hat er ja gesagt, und da konnte er nicht mehr so oft reinschauen. Hat dann auch einige Grüppchen verloren, und meine Kollegen hier, Rensibär und Knacksver, kamen dann tatsächlich hier im Süden dann das besiegelt, ja. Und wir haben da Krieg geführt, währenddessen gegen Pennsylvania. Mehr oder minder erfolgreich. Es war eigentlich eher so ein Aushalten von unserer Seite aus, ja. Dass unsere People hier fertig sind, weil wir waren hier auch am Supporten. Wir waren nicht sicher, was mit Washington hier passiert. New York war hier auch noch am Vordrängen und so weiter. Der ist ja im Endeffekt eine KI geworden, weil er aufgehört hat, nachdem ich seine Mainstacks vernichtet habe. Und dann gegen Pennsylvania auch noch gleichzeitig standhalten musste. Also für uns war das auch richtig prekär hier, die Situation. Dann wäre da noch ein Spieler dazugekommen, dann hätten wir wahrscheinlich hier noch weiter zurückziehen müssen. So konnten wir aber langsam immer mehr ein bisschen vordringen. Zum Schluss war aber auch der Kollege Knacksweg dann fertig mit seinen Kriegen da und uns ein bisschen supporten. Und dann haben wir eben den Sack zugemacht, und am Ende sah es eben so aus, beziehungsweise so. Ja. Ja, ich möchte mich bei allen Spielern auf jeden Fall herzlich bedanken, die hier teilgenommen haben, und auch bei euch Zuschauern, dass ihr hier das mitverfolgt habt. Wie gesagt, mir hat das riesen Spaß gemacht, und ich hoffe euch auch. Und ja, ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen oder einen Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Macht das gut. Ciao.